Ja, Leute, mit dieser epischen Runde habe ich meinen Wehrpass auf die 100 gebracht und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich sitze in meinem EBR, ja, EBR 105 und ja, manchmal kommt es gar nicht drauf an, dass ihr sehr viel Damage macht, sondern ob ihr den entscheidenden Schachzug sozusagen bringt für den Sieg. Es kann sein, dass ihr dann wenig Damage macht und auch wenig Spot Damage, aber dieser Schachzug bringt euch den episch schnellsten Sieg überhaupt. Achtung! Keine Ahnung, wo dieser Schuss gelandet ist. Ihr habt es selber gesehen. Eigentlich hätte der treffen müssen. So, ich schaue. Wir haben hier die komplette Wasserseite. Die Gegner fahren mit zwei, drei Mann in die Mitte und der Rest der Gegner ist da hinten in der Ecke. Und das ist halt der größte Fehler, den man auf dieser Map machen kann, die Wasserseite nicht zu beachten. Ich zeige extra auch meine Rückenansicht, weil im Spiel konnte ich das selber nicht sehen. Ihr seht's, ne? Die Gegner sind alle hier rüber oder in die Mitte gefahren, ja. Ich habe ja von ein paar Profi-Streamern gehört, angeblich müsste man da die Mitte haben. So, ihr seht schon, ich bin schon in der Gegnerbase. Und es gibt drei Artis zu schlachten, ne? Ja, die treffen mich auch. Die eine Arti von uns ist eingeaimt, sehr schön, nimmt auch die Arti raus. Hier ist schon die zweite Arti raus. Ja, und das kann ein Segen fürs Team sein, ne? Wenn man die Gegnerarti so schnell aus dem Spiel rausnimmt. Ja. Akku Power Twitch. Hier lernt ihr Schachzüge, meine Freunde. Hier lernt ihr die Schachzüge in World of Tanks. Ja, da wo andere Streamer und YouTuber versuchen maximalen Damage zu machen. Ja, ich opfer so gesehen auch mein WN8 fürs Team. Auch die Gunmarks, ihr seht, ich habe nur eine Gunmark, aber ich bringe die Schachzüge, die wichtig sind für den schnellen Erfolg. Das Spiel ist gerade mal 2 Minuten alt und ich bin tot. Aber ich habe den entscheidenden Schachzug gebracht, versteht ihr? Also eigentlich schon nach einer Minute. Ich war ja nach einer Minute in der Gegnerbase. So, und hier ist nichts mehr zu machen für den Gegner, ja. Nichts mehr zu machen für den Gegner. Die haben sofort die ganze Basis verloren, die ganzen drei Artis verloren, jede Menge HP verloren, die ganzen Positionen waren dann bekannt. Ja, und ab da war das Spiel, also nach einer Minute war das Spiel für den Gegner entschieden. Ja, und das sind diese Schachzüge in World of Tanks, die euch den Sieg nach circa 60 bis 120 Sekunden bringen, ja. Ihr könnt auf bestimmten Maps mit bestimmten Panzern nach nur 60 Sekunden den entscheidenden Sieg bringen. Wenn ihr den entscheidenden, wenn ihr die entscheidende Lücke findet und auch ausnutzt, ja. Und das deswegen spiele ich World of Tanks seit circa 9 Jahren. Seit 9 Jahren nichts anderes außer World of Tanks. Gerade deshalb, weil dieses Spiel genau solche Dinge bietet. Ja, und alles andere ist jetzt das Spiel war ja nach 60 Sekunden schon entschieden. Das da ist jetzt, hier schmeißen sich auch einige unserer Panzer einfach in den Tod, ne? Ja, also wenn ihr noch mehr solche Schachzüge sehen wollt, dann geht auf Twitch und lasst mir ein Follow da. Akku, Power, Twitch, Facebook, Instagram und mein Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, checkt die Links in der Videobeschreibung. Schachzüge in World of Tanks bringen euch den Sieg innerhalb von 60 Sekunden, meine Freunde. Alles klar, wir sehen uns bei den Ergebnissen. Da seht ihr auch, ich habe meinen Wehrpass auf 100 gebracht. Ich bin, glaube ich, auch einer der Ersten, der seinen Wehrpass auf die 100 gebracht hat. Also, bis gleich. Ja, also das ist die Runde, mit der ich dann meinen Wehrpass auf die 100 gebracht habe. Aufklärer, Pascucci, hier 300 Bonds erhalten. Ja. Ich
Ich weiß noch nicht mal, was der die Entscheidung gebracht hat. Neun Panzer gespottet, also. Ne? Schauen wir mal. Hier. Stufe 99 bestanden. Also, da holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Verbesserter Waffenrichtantrieb. Ach so, nee. Die 100 muss ich, glaube ich, auch noch schaffen, ne? Kann das sein? Überschwere Splitterschutzbeschichtung. Verbesserte Härtung geht immer klar. Ach so, die 100 musst du auch noch schaffen, damit du hier da dran kommst, oder? Oder nicht? Ach, hier geht's noch weiter. Lol, hier geht's ja noch richtig weiter. Oh, das geht ja noch richtig weiter hier. Ah, hier gibt's ja noch voll viele Punkte und so. Ist ja noch gar nicht zu Ende. Krass. Okay. Krasse Geschichte, Alter. Ja, gut. Dann, wie gesagt, wir sehen uns auf Twitch. Akku, Power, Twitch. Okay. Habe ich den schon? Crewmitglied. Warte mal, lass mich mal gucken. Ist ganz komisch, warum sieht man hier die Gesichter von den Dingern nicht? Ist das ein Bug? Meine Güte, ey. Naja, wie gesagt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Bis dann.